Moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Du hast absolut richtig gesehen, es gibt ein neues Video auf meinem Kanal, beziehungsweise sogar zwei neue Videos gleichzeitig hochgeladen. Einmal das, was du jetzt gerade schaust, und das andere Video, auf das ich gleich zu sprechen komme. Und zwar möchte ich kurz einfach erklären, wie es dazu kommt, dass ich neue Videos auf meinem Kanal hochlade. Es ist einfach so, ich habe mich in der Pandemie so ein bisschen mit einem neuen Hobby angefreundet, beziehungsweise Hobby kann man es vielleicht nicht unbedingt nennen, sondern eine kleine Freizeitbeschäftigung eher, und zwar das Bauen von Klemmbausteinen. Ich habe da angefangen, ein bisschen Lego zu bauen zu Beginn der Pandemie und habe mich so ein bisschen mehr umgeschaut, was gibt es alles für tolle Sets, die man bauen kann, und bin dann auf Alternativhersteller gegeben, die es ja mittlerweile en masse gibt. Also es gibt ja gar nicht mehr nur noch Lego als Hersteller, sondern viele, viele Alternativen und die auch viele tolle Sets bieten. Und da habe ich so ein paar gebaut und mich mit der Materie auf YouTube immer ein bisschen mehr beschäftigt und geschaut, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, warum nur einfach bauen? Irgendwie möchte ich vielleicht auch meinen Senf dazugeben zu der ganzen Sache, und habe dann angefangen, jetzt das erste Video hochzuladen und mir vorgenommen, da in Zukunft weiterzumachen. Das heißt, es wird in Zukunft auf meinem Kanal jetzt, es wird keinen neuen Kanal geben, ich werde einfach diesen Kanal weiterführen, da wird es mehr Klemmbaustein-Videos geben. Ich habe mich dagegen entschieden, einen neuen Kanal aufzumachen und den aktuellen Kanal zu nehmen, den man unter Rinku kennt, weil es einfach mein Kanal, der repräsentiert so ein bisschen mich. Früher habe ich Longboard-Videos gemacht, in der Zeit, wo ich viel Longboard gefahren bin. Dann habe ich ein bisschen zu Twitch gewechselt, habe Gaming gemacht und das Longboard-Fahren ist in den Hintergrund gerückt. Ja, und jetzt bin ich halt da angelangt, dass ich gerade sehr, sehr viel Klemmbausteine baue und da richtig Spaß dran habe und möchte einfach das dann auf meinem Kanal auch weiterführen. Ich bin noch so ein bisschen in der Überlegung, ob ich meinen Kanal in Zukunft nochmal umbenenne. Das weiß ich noch nicht genau. Wenn ihr da vielleicht konkrete Ideen habt, was in Richtung Klemmbaustein irgendwie ein bisschen aussagekräftiger ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich überlege mir das Ganze noch. Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt der Name aber jetzt erstmal so bestehen und alles Weitere werden wir dann sehen. Ja, wo ich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen wollte, ist die Sache mit den Klemmbausteinen. Und zwar ist das erste Video jetzt online, ist ein Review zu einem tollen Mold King Modular Gebäude. Es wird in Zukunft mit Sicherheit mehr Reviews geben zu tollen Sets von Alternativherstellern. Ich habe mir überlegt, ein paar andere Sachen zu machen. Und zwar würde ich gerne Mocks bauen. Ich habe mir jetzt für ein erstes tolles Mock, was ich gefunden habe, die Klemmbausteine dafür bei GoBricks bestellt. Das heißt, die werden irgendwann ankommen, und wenn die Steine da sind, dann werde ich euch auch einen Mock präsentieren, was ich baue, und in Zukunft auch mit Sicherheit ein paar mehr Mocks, weil da gibt es sehr, sehr tolle Designer, die sehr tolle Sachen machen, und die möchte ich einfach nachbauen, neben den Sachen, die es sowieso von den Alternativherstellern schon gibt, die sehr toll sind. Genau, vielleicht bauen wir auch irgendwie so ein kleines Diorama oder ein kleines Städtchen mit den ganzen tollen Gebäuden etc., was kommt. Und ich bin nicht ganz so kreativ, mir da eigene Sachen einfallen zu lassen. Ich schaue mal, wie sich das entwickelt, wo es hinführt, ja, zum aktuellen Zeitpunkt. Aber das sind so die Planungen, die ich vorhabe. Das erste Video habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen, wenn nicht, auf jeden Fall anschauen im Nachgang zu diesem Video. Sind so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so dolle gefallen. Zum ersten ist das Video abgrundtief lang. Also sind, ich glaube, 32 Minuten geht das Video, das ist viel zu lang, da muss ich in Zukunft schauen, dass ich die Videos ein bisschen kürzer mache. Da habe ich mich so ein bisschen festgefressen in dem Video. Dann bin ich mit der Kamera, die ich aktuell habe, das ist die Lumix G70, ja, die ist okay, aber bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Man sieht es an dem Autofokus in dem Video immer mal wieder, wenn ich was zeige, was vorne im Vordergrund ist, wenn ich dann wieder was zeige, was weiter weg ist, ist ein bisschen problematisch. Und der Ton mit dem Mikrofon, ich nutze da an der Kamera das Rode Videomic, das ist eigentlich ganz okay, aber für Aufnahmen innerhalb des Raumes, der noch ein bisschen sehr hallt, ist das jetzt auch nicht so optimal. Da muss ich auch noch mal schauen, was ich da in Zukunft mache mit einem Lavalier-Mikrofon oder sowas, was ich mir da anschaffe, um einfach noch mal ein bisschen Ton hinzubekommen. Ja, und das dritte ist halt das Licht. Jetzt ist hier eine Baustelle, alles klar, jetzt muss ich mal schauen, wie ich jetzt fahre. Das Licht ist okay, muss ich auch noch mal ein bisschen ausarbeiten. Ist auch noch nicht ganz so dolle, wenn man so ein bisschen die verschiedenen Sets im Vordergrund zeigt. Ist noch nicht ganz perfekt ausgeleuchtet gewesen, habe ich gesehen. Das wird sich aber im Laufe der weiteren Videos irgendwie noch entwickeln. Da muss ich mal gucken, wo die Reise hingeht und wie ich das Ganze dann aufbaue. Ja. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft in weiteren Videos noch sehen werden und du mindestens genauso viel Spaß daran hast, Klemmbausteine zu bauen wie ich. Und wenn das so ist, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.